Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Bevor jetzt die Patchnotes der 10. Season kommen, kommt ein Teil, der jetzt auch in Season 10 dazu gekommen ist, und zwar Emotes und der Spind. Aber wir sprechen nur ganz kurz hier drüber, das wird der erste Link in der Beschreibung sein, das könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Patchnotes sind natürlich auch verlinkt und ansonsten natürlich auch wieder alles, also macht euch da keinen Kopf. Aber ich will die letzte Minute, bevor die Patchnotes gepostet werden, hoffentlich jetzt noch totschlagen und das machen wir auch. Also, der Spind wird der in Rette die Welt kommen. Was ist der Spind? Der Spind ist im Battle Royale, das sagt euch jetzt ein Non-Battle Royale-Spieler, ich sag mal, euer Eigentum. Alles, was ihr besitzt, ist da drin. Also alle kosmetischen Gegenstände, alles, was euch keinen spielerischen Vorteil bringt, nur optische Veränderungen sind. Ob du jetzt eine blaue Farbe trägst oder eine rote Farbe. Optische Veränderung, kein spielerischer Vorteil. Das ist alles im Spind drin. Und ja, was wird zu Beginn der neuen Season verfügbar sein? Also sofort jetzt gleich mit dem Patch. Ladebildschirme, Musik und Emotes. Zu den Emotes gehört alles. Tänze, Emoticons, Spraymotive und Spielsachen. Was Spielsachen sind, weiß ich nicht, aber ihr bestimmt. Wird es noch andere kosmetische Gegenstände in Rettet die Welt geben? Und jetzt fährt der Hype-Train richtig los. Und ich hoffe, der Hype-Train ist bei den Spielsachen dabei. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, euch jeden kosmetischen Gegenstand zur Verfügung zu stellen, damit ihr damit gegen den Sturm antreten könnt. Als nächstes stehen für den Spind aber zunächst Lackierungen, Waffenskins und Spitzhacken auf dem Plan. Sobald die Spitzhacken in Rettet die Welt verfügbar sind, erhaltet ihr alle einzigartige Spitzhacken, die ihr euch in Rettet die Welt verdienen könnt, als kosmetische Gegenstände. Die könnt ihr dann auch im Battle Royale verdienen. Das heißt, ihr könnt im Battle Royale schön flexen und den Leuten zeigen, was das richtige Fortnite ist. Nämlich das Originale. So, also Lackierungen kommen raus. Und das macht mich zum Beispiel besonders glücklich, weil ich damals im Kreativmodus immer die Challenges gemacht habe, die für den Kreativmodus waren, wenn da eine Camo war, die mir gefallen hat. Und jetzt bin ich mega happy, dass ich bald auf meinen Lieblingswaffen hoffentlich auch meine Lieblingscamo spielen kann. Das ist so erstmal das, was dazu kommt. Und jetzt aktualisiere ich mal hier und hoffe, dass die Patchnotes für Season 10 schon sind. Nee, sind noch nicht. Oh Gott, die sind schon wieder 2 Minuten zu spät und ich bin komplett hier hyped. Also, ja, also wie kommt ihr überhaupt an Sachen? Es wird einen Item-Shop in Rettet die Welt geben, bald, aber das wird erstmal dauern, bis alle Cosmetics verfügbar sind. Das heißt, bis die Lackierungen da sind, die Spitzhacken da sind und auch noch, ich weiß nicht, ob da noch was dazu gehört zu kosmetischen Sachen, vielleicht eher andere Heldenskins, weil je nachdem, wie hoch man die in der Sternenstufe levelt, ne, von Stufe 1 auf 5, haben die auch ein anderes Aussehen. Vielleicht kommen noch Heldenskins dazu, vielleicht, es steht hier nicht im Blog drin, ist eine Vermutung. Ja, aber es wird halt einen Item-Shop in Rettet die Welt geben, aber erst später. Aktuell müsst ihr noch brav den Creator-Code eingeben, in den Battle Royale-Item-Shop reingehen und dann kriegt ihr es auch in Rettet die Welt. Steht im allerletzten Absatz, bevor jemand etwas kauft, lest es euch bitte selbst durch, damit ihr 100% sicher seid. Aber hier steht natürlich, ja, wir haben vor, das zu machen. Wenn ihr neue kosmetische Gegenstände haben wollt, könnt ihr euch diese im Itemshop in Battle Royale kaufen, bis der Itemshop in Rettet die Welt verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob die das ab da trennen, keine Ahnung, aber wir werden es erfahren, wenn sie es machen. Haben wir jetzt die Patchnotes? Vielleicht? Ah, oh Gott. Dann mache ich mal kurz einen Cut. Da sind sie, die Season 10 Patchnotes. Oh mein Gott, sieht das komisch aus. V10.00. Gucken wir uns aber erstmal die Ankündigung der Season 10 an. Season X. Error 404, alles klar. Das ist wahrscheinlich auch die Ankündigung für Rettet die Welt. Einfach Page Not Found, haben sie einfach vergessen. Hallo? Kann doch nicht sein. Ah ja, geht doch. Battle Royale, nein. Kreativmodus, nein. Rettet die Welt, ja. Macht euch bereit für ununterbrochene Action während eines zeitlich begrenzten Events. Hä? Kriegen wir direkt am Anfang ein Event? Epic Games! Was ist los mit euch? Das haben wir schon seit Season 6 nicht mehr bekommen. Warte mal, seit Season 5 haben wir kein Event mehr am Anfang bekommen. Wir mussten immer 2 Wochen lang leiden, mindestens. Helft euren Lieblingscharakteren dabei, die trügerische Reise zum Radiosender zu überleben, sodass sie dort ein perfektes Sommerlied senden können. Wenn ihr euch zu weit vom Hovertruck entfernt, kann der Sturm eine tödliche Gefahr darstellen. Okay, das ist also ein komplett neuer Modus. Aber auf diejenigen, die das Risiko eingehen, wartet auch eine bessere Ausrüstung. Ihr werdet auf eurer Reise jede Menge Zwischenstopps einlegen müssen, also holt euch die beste Ausrüstung, um perfekt für die Verteidigungsschlacht gewappnet zu sein. Außerdem wird der Spind verfügbar sein. Zu Beginn der Season werden Emotes, Musikpakete, Ladebildschirme da sein. Yep. Schaut euch diesen Blog an. Den Blog hatten wir schon, mein Freund. Wir gehen in die Patchnotes rein, und zwar von Season 10. Oh je. Da mache ich jetzt auch mal Reddit zu.
hat genug aktualisiert wie ein Blöder. Ey, komm. Epic. Mach hier nicht überall Error 404. Kann doch nicht sein, dass hier alles verbuggt ist. Ja gut, dann müssen wir noch warten. Ja, Season 10 fängt gut an. Oh mein Gott, ich habe die Hoffnung schon so aufgegeben. Schaut mal auf die Uhrzeit. Eieiei. Es tut mir leid, aber der Fehler liegt nicht an meinem Ende. Bei Epic Games war dauerhaft Internal Server Error. Ganz Reddit ist voll damit. Internal Server Error, also das wird ein absolutes Meme auf jeden Fall bei denen. Ich traue mich ja kaum hier irgendwo hinzuklicken. Ich will ja nichts aktualisieren. Straße zum Sommer. Das ist wahrscheinlich der Modus, den ich euch gerade eben schon vorgestellt habe. Für mich schon Ewigkeiten her. Jetzt quasi über eine halbe Stunde. Für euch war es gerade erst. Straße zum Sommer. Macht euch gefasst auf einen aufregenden Roadtrip und helft Quinn und den anderen dabei, mit ihrem perfekten Sommerlied auf Sendung zu gehen. Man weiß nie, welche Herausforderungen und Hindernissen man auf dem Weg begegnet. Und überhaupt erst anzukommen, ist bereits das halbe Abenteuer. Beladet den Truck und stellt eure Gruppe zusammen, denn die Straße zum Sommer erwartet euch bereits. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet für uns. Das klingt für mich wie ein Frostnight-Modus, der aber quasi unterwegs ist. Also man ist irgendwie mobil. Ich glaube aber nicht, dass sich da was bewegt. Yay! Unser Kumpel hier, den speichern wir doch erstmal. Emotes hatten wir gerade eben auch schon mit dem Spind. So, allgemein, der erste Teil vom Spind wird verfügbar sein. Das hatten wir auch schon. Emotes. Ihr könnt bis zu 6 Emotes im Spind aufbewahren und über eine Emote-Auswahl auf diese hinzugreifen. Auf weitere Emotes kann zugegriffen werden, indem ihr die Emote-Auswahl mit Bild hoch und Bild runter wechselt. Okay, das ist für den PC auf jeden Fall. Oder wahrscheinlich gibt es so Optionen, die so heißen. Tänze und Emotes können auch in der Lobby verwendet werden. Oh Gott, ist er jetzt schon die Sturmkönig-Lobbys? Genau, alle Spieler, die Ponyritt hatten, das ist ein Fortbewegungs-Emote. Es ist kein Bug, dass man sich damit bewegen kann. Das ist so gewollt. Alle Gründer von Rettet die Welt erhalten Ponyritt. Hey! Eieiei. Der neue Modus. Schnappt euch 3 weitere. Yes. Quinn reist in einem Hovertruck, der sogar mit einem mobilen Sturmschild ausgerüstet ist. Oh, also doch ein mobiler Modus. Auf der Straße befinden sich 4 zufällig ausgewählte Ziele, von denen jedes herausforderndes Gameplay und eine Reihe verschiedener Upgrades aufbietet. Das klingt sehr, sehr schön. Schafft es bis zu einem Radiosender, beschützt Quinn von dem letzten feindlichen Ansturm. Ich möchte aber wissen, wie sieht's aus mit dem Loot? Beziehungsweise wie sieht's aus mit den Items? Spawnen wir mit Items oder ohne? Wenn das Fahrzeug keine Kondition mehr besitzt, endet der Roadtrip. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein Video zu dem Modus machen. Das ist ja wohl sowas von klar. Ihr beginnt eure Reise ohne Ausrüstung oder Vorräte. Plündern und Ernten solltet ihr also ganz oben auf eurer Prioritätsliste stehen. Also, wenn du 2000 Deckengasfallen im Voraus gemacht hast, bringt dir das nichts. Schön. Also quasi wirklich wie Frostnight und Horde gemischt. Irgendwie so ein bisschen. Frostnight, Horde und mobil. Also das klingt echt cool. Fallenskizzen bleiben in eurem Besitz. Zudem werdet ihr zu Beginn leichte gebrauchte Waffen gewähren. Bekommen. Das Herstellen von Waffen ist allerdings deaktiviert. Oh, keine Waffen herstellen. Waffen mit angemessenen Vorteilen sind überall auf der Strecke verteilt. Damit könnt ihr eure Überlebenschancen auch ohne Waffenskizzen verbessern. Truhen beinhalten angemessene Waffenfallen und Ressourcen. Anders als in vorherigen Events wird die Schwierigkeit in Straße zum Sommer dem Stärkelevel statt dem Fortschritt bei der Sturmschildverteidigung angepasst, damit Spieler den richtigen Schwierigkeitsgrad zugeteilt werden. Hey, heißt das, wir hohen Level-Spieler kriegen auch endlich eine hohe Mission und müssen nicht mit popeligen 76er-Missionen spielen, so wie echt schon seit 5 Seasons oder 6 Seasons, dass Level 76 das höchste ist, obwohl wir in Twine halt viel höheres hatten. Eieiei. Es gibt Straße zum Sommer-Tickets. Alles klar. Mutantensturm-Missionsalarme geben jetzt Sturmalarme. Sturmalarm gibt jetzt Sommertickets. Oh, wieder ein neuer alter Weg, Tickets zu farmen. Ich freue mich. Lagermission, wie habe ich euch vermisst? Minibosse sind nun seltener und gewähren keine Tickets mehr. Yes, das ist logisch, das ist immer so, das wechselt nämlich. Missionsbelohnungen für Erledigen und Sammeln und Neuversorgung wurden aktualisiert. Belohnt nun mit Helden-EP oder Überlebenden-EP. Neuversorgung mit Skizzen-EP und einem zufälligen Handwerksmaterial. Wow. Also halt quasi so eine EP-Verteilung, wie sie auch mit Lagermissionen, Überlebenden-Missionen und Radato-Missionen gemacht haben. Einige Helden aus dem Jahr 2 Geburtstagsklammer waren zuvor gesperrt. Diese wurden aktualisiert.
und nun auch in der Wiederverwertung der Umwandeln. Was? Alle Gegenstände, die angepasst wurden, werden weiterhin keinen Platz im Inventar einnehmen. Okay. Oh, shit. Das wird viele freuen. Und ganz viele auch ärgern. Alter, ich habe nämlich gesehen, vor kurzem gab es Militär-Lamas für 300 V-Bucks zu kaufen. Und jetzt kann man Elektroröhrenwaffen und Schattenagenten und Militärwaffen erforschen im Sammelalbum. Aber hey, Phantom für alle. Phantom für alle. Kein Nachteil mehr, wenn man keine Phantom hat. Und jetzt kommt mir nicht wieder mit, boah, voll doof, dass es die Waffe jetzt wieder gibt. Wenn ich einen Kommentar davon sehe, dann gibt's auch die Finger. Also, was die Trader immer für Kommentare schreiben, von wegen, boah, voll blöd, dass jetzt jeder Spieler nützlich sein kann und plötzlich diese Waffe hat. Jetzt kann ich die nicht mehr abzocken mit meiner Traderei. Also bei solchen Kommentaren, da glüht's aber auch. Seid doch froh, dass die Spielkameraden, dass jeder Random jetzt die Chance hat, auch die Waffe zu kriegen, die ihr begehrt. Beispielsweise Phantom. Und diese Spieler, diese Random-Spieler sind dadurch nützlicher, weil sie anstatt mit der Raum-Invaser, was weiß ich, was im wöchentlichen Job ist, mit der Phantom spielen können. Da kannst du nicht so viel falsch machen. Selbst wenn du die komplett falsch perkst, ist die extrem gut. Also sehr gut. Explosiver Tod wurde mit einem neuen Modifikator ausgetauscht. Explosive Todesbombe. Wenn füllige Hüllen, Kabummer und füllige Krawallhüllen eliminiert werden, lassen sie eine verheerende Bombe mit einer kurzen Lunte fallen. Oh oh. Augen aufhalten. Neuer Modifikator, beziehungsweise ersetzter Modifikator. Genau, Kriegsspiele geben keine Tickets mehr. Die Belohnungen wurden angepasst und zwar zu mehr Gold, Vorteil fix und legendäre Vorteil plus oder auch epische Vorteil plus, also mal gespannt. Die Belohnung können wir uns auch noch so angucken. Hüllengewimmel wurde komplett entfernt, was ich sehr blöd finde, aber das Argument von Epic Games kann ich verstehen. Es war zu einfach, um da AFK zu gehen. Allerdings habe ich es sehr gemocht, permanent dieselben Level physische Hüllen zu haben, weil das zum Waffentesten einfach absolut ideal ist. Da wir keine Trainingspuppe haben, wo ich die ganze Zeit das Level einstellen kann und jede Waffe komplett gleich vorstellen kann, musste ich die Hüllengewimmelgegner als Trainingspuppe benutzen. Das ging aber nicht. Twin Peaks, Sturmschild und Windermans Anwesen befinden sich nun in der Mitte der Karte im Spiel. Okay. Fehlerbehebungen, wie gesagt, Patchnotes sind eh verlinkt. Oh. Cloudstar kehrt zurück zu dem Event-Shop. Mythischer Ninja mit dem Teamvorteil Rundflug. Wer ihn also noch nicht hat, holt ihn euch. Standardvorteil, Kommandantenvorteil, das brauchen wir nicht lesen, der ist uralt, der Held. Genau, mögliche Beute in der Welt, Elektroröhrenwaffen, das bedeutet natürlich auch, ihr könnt jetzt Militärwaffen und Elektroröhrenwaffen auch aus Sturmtruhen kriegen, aber denkt dran, die Waffen sind ohne Perks. Teergrube kann wiederverwertet werden. Eieiei. That's it. Okay, wir sind endlich durch. 10.26 Uhr und dieses Patchnotes-Video ist fertig. Also das, krass, habe ich nie erwartet. Normalerweise ist das Video um diese Uhrzeit schon längst online, aber jetzt muss das noch gerendert werden, geschnitten werden, gerendert werden. YouTube muss es verarbeiten. Ah, oh je, let's go.